Auf die eine oder andere Art und Weise wird es jeder von euch spüren. Das Leben, das alte Leben, was wir bisher hatten, die letzten Jahre und Jahrzehnte, ist zu Ende. Es wird so nie wiederkommen. Und etwas Neues, was wir noch nicht kennen, scheint sich anzubahnen. Ich kann es bei mir spüren, ich sehe es bei meinen Klienten, ich sehe es überall bei den Menschen, dass etwas wie zusammenbricht, dass eine große Orientierungslosigkeit herrscht und oft eine große Not auch, weil wir durch schwierige Zustände deswegen durchgehen. Und was ist das alte Leben? Das alte Leben ist ein Konglomerat von Konzepten, von Strukturen im Verstand, im Geist, nach denen wir gelebt haben, die stabil waren, die wir als Realität angesehen haben. Man könnte sagen, die Matrix. Und was jetzt passiert ist, dass sich dieses Gebilde, dieses kollektive und individuelle Gebilde eben langsam auflöst. Warum das jetzt ist, kann ich auch nicht sagen. Vielleicht hat es was mit der Entwicklung des Planeten zu tun. Aber Fakt ist, zumindest zu spüren ist es, dass sich das auflöst. Und das macht Angst. Ja, es macht Angst, weil immer tiefere Schichten, die wir eben vielleicht nicht sehen wollten bisher, ins Bewusstsein drängen. Und wovon rede ich da? Natürlich von den berühmten Gefühlen. Und wenn die anfangen aufzusteigen, dann ist der Verstand hilflos, orientierungslos, weil die Gefühle ist etwas, worüber der Verstand keine Kontrolle hat. Das ist nicht sein Spielfeld. Und wenn wir eben, wie wir das waren in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten vielleicht sogar, hauptsächlich mit dieser Gedankenebene identifiziert waren, wenn daran unsere Identität hing, dann kann sich das jetzt natürlich so anfühlen, als wäre unsere Identität gefährdet. Ja, es könnte sich sogar anfühlen, als wäre unser Leben gefährdet, unsere innere Stabilität. Letztlich heißt es nur, wir können mit dem Verdrängungs- und Kompensations- und Ausagierungsspiel nicht mehr weitermachen. Wir werden jetzt gezwungen, diese Gefühle in uns wahrzunehmen. Und das ist einfach ein Zeichen davon oder ein Zeichen dafür, dass die Energie und das Bewusstsein insgesamt steigt und zunimmt. Meine Sicht der Dinge ist, es macht überhaupt keinen Sinn, sich dagegen zu wehren. Es macht absolut keinen Sinn, auch wenn ein Teil in uns sich dagegen wehrt und alles tut, damit das eben nicht passiert. Wir wollen daran festhalten, wir möchten, dass es so weitergeht wie früher, im Tiefschlaf, im Konsum, auch in der Verantwortungslosigkeit. Und das Spiel ist einfach vorbei. Und wir sind offensichtlich jetzt in einem Übergangsstadium und ich kann nur von meiner Seite sagen, das Beste ist, die Flucht nach vorne anzutreten, was keine Flucht ist. Das heißt, sich gegen diesen Prozess nicht zu wehren. Es wird alles auseinanderfallen. Es wird alles auseinanderfallen. Im Außen, im Innern, das wird alles neu strukturiert. Die ganzen äußeren Strukturen, die wir haben, das wird alles auseinanderfallen. Wir können uns daran nicht festhalten. Das geht einfach nicht. Weil diese alten Strukturen im Außen und im Innern eben das, was tief in uns drin ist, eben wie zugedeckelt hat. Deswegen kann das nicht weiter bestehen. Das ist unmöglich. Das wird aufgelöst oder sogar weggesprengt. Also, was heißt Flucht nach vorne? Flucht nach vorne heißt, ich höre auf, mich gegen diesen Wandlungsprozess zu wehren, sondern ich versuche, so gut es geht, wieder mitzuschwimmen. Okay, es passiert was Neues, das kenne ich nicht, das fühlt sich komisch an. Unangenehm, qualvoll für einige. Einige gehen durch die Hölle im Moment. Ich versuche, bei diesem Strom wie so mitzuschwimmen, ja, statt in einen Widerstand zu gehen. Das ist natürlich nicht so einfach. Es ist wie ein Sterbeprozess letztlich. Und viele haben ja auch das schon zu früheren Zeiten gemacht. Das waren Vorreiter, könnte man sagen. Die sind individuell durch diesen Prozess schon durchgegangen. Die stehen schon auf der anderen Seite, können uns helfen dabei,
Die sind leider noch nicht in der Öffentlichkeit so sichtbar für die Masse, aber das wird auch noch kommen. In jedem Fall ist es, wie gesagt, sind es letztlich nur in Anführungszeichen Gefühle. Und der Punkt ist, wie kann ich mit den Gefühlen, die jetzt aufsteigen in uns, wie kann ich damit umgehen? Wie komme ich damit zurecht? Wie komme ich klar damit? Und mein Ansatz ist ja immer der gleiche. Ich erzähle es ja, ist immer das Gleiche, was ich erzähle im Großen und Ganzen. Eben nicht zu versuchen, alleine damit fertig zu werden, weil das gar nicht notwendig ist. Wir müssen damit nicht alleine fertig werden. Das geht auch schlecht für das Nervensystem, weil wir nun mal Säugetiere sind und uns regulieren primär durch Bindung und Austausch und Kommunikation und Beziehung. Deswegen schaut, dass ihr immer mehr lernt, immer mehr von den Gefühlen, die da auftauchen, wirklich zu kommunizieren. Und ja, da gibt es eben Widerstände und das ist schambehaftet und so weiter. Aber mit jedem Schritt, den du da machst, vor allem in den Partnerschaften, in euren Familien, wenn ihr eurer Familie, eurem Partner wieder ein Stück mehr von euch mitteilt, von den Emotionen in Bezug auf den Partner, auf die Familie, dann habt ihr wieder einen Teil der Last abgelegt und ein Stück Freiheit gewonnen. Und das ist der Prozess, ja, um den es geht. Und wenn ihr das versucht, alleine zu machen mit euch, das wird nicht funktionieren. Wenn ihr versucht, euch dagegen zu wehren, das wird auch scheitern. Ja, das macht alles nur noch schlimmer. Es gibt ja einen Weg, damit sinnvoll und gut umzugehen und das möglichst harmonisch zu gestalten. Und das ist eben dieser ehrliche Austausch, den wir jetzt gezwungen werden zu lernen. Und ich habe ja ein Modell dafür entwickelt, um das zu strukturieren, das ehrliche Mitteilen. Daran könnt ihr euch orientieren. Also je schlimmer es wird für euch, je mehr Angst ihr habt, wenn alles wegbricht, Job, Partner, Wechsel, Konflikte, Geldmangel, weiß der Henker was, fallt nicht auf diesen Strudel rein, der euch in die Trennung zieht, in die Wahrnehmung oder in den Erlebnisraum von Trennung und Not, sondern je größer eure Not ist, je mehr müsst ihr euch darauf konzentrieren, das zu kommunizieren mit den Menschen, die euch nahe sind. Sonst wird es sehr, sehr schwierig. Ja, also das ist der Weg, wie wir das harmonisch gestalten können. Und letztlich ist es nur das. In uns kollektiv und individuell hängen Gefühle, Erlebnisräume aus der Kindheit fest. Das hat was mit Trauma zu tun, mit Entwicklungstrauma. Und jetzt müssen wir das in die Kommunikation bringen. Und wenn wir das nicht machen, dann wird sich das eben immer schneller und immer drastischer im Außen manifestieren, was wir nicht kommunizieren. Und dann entsteht mehr Leiden und dann werden wir wie gezwungen, das ist dann wie so eine Pseudokommunikation mit der Umgebung. Ja, also entweder kommuniziere ich indirekt über die destruktiven Manifestationen und Reinszenierung oder ich traue mich, das direkt zu machen. Und das ist wie so ein Ego-Tod. Und die Menschen, die jetzt an der Macht sind, die mit all dem nichts zu tun haben wollen, denen wird das alles um die Ohren fliegen. Ja? Das werdet ihr noch sehen. Das sind ja Menschen, die haben da weder Interesse noch Kapazität für. Denen wird das so um die Ohren fliegen. Und es hat ja schon angefangen, wenn ihr seht, was mit den, wenn ihr diesen Figuren zuschaut im Fernsehen, das kann man ja nicht mehr ernst nehmen, was da zu sehen ist. Und das wird noch viel, viel extremer werden, bis die einfach abgelöst worden sind von Menschen, die in dieser neuen Zeitqualität und Energiequalität die Führungsrollen übernehmen und eben dann nicht mehr destruktiv agieren, sondern im Sinne des Ganzen, ja, für uns. Also wir nähern uns einem höheren Energieniveau und es ist wie ein reißender Strom letztlich. Also wir können mitschwimmen oder uns da gegen wehren. In jedem Fall werden wir weggeschwemmt. Wir werden mit dem Strom mitgerissen, so oder so. Die Frage ist halt, wie sehr wir dabei leiden oder leiden wollen.